mit dem Ergebnis, dass es immer Problemjugendliche gibt. Also da stimmt irgendwas nicht. Wenn die Sozialhaushalte explodieren, wenn immer mehr Geld ausgegeben muss für die Betreuung von Sozialfällen und die Sozialfälle nehmen dann quantitativ zu, dann ist das eindeutig eine falsche Politik. Übrigens noch ein Wort zur Statistik, wenn Sie gestatten. Wissen Sie, Sie sagen, die Mehrheit ist okay, das ist richtig. Ich muss nur Ihnen damit sagen, der Kriminalist oder der Kriminologe oder der Arzt, der interessiert sich nicht für die Leute, die nicht straffällig werden oder die, für gesund, oder die gesund sind. Für den Arzt ist das Karzinom interessant und nicht eine heile Lunge. Und Sie verhalten sich jetzt so mit Ihrer Statistikreiterei. Nein, lass mich doch einmal ausreden, Cem. Ich wähle dich auch dafür. Wirklich. Ja. Nein, verstehen Sie, es ist so, wenn heute 300 Flugzeuge in Frankfurt gut gelandet sind, dann hören Sie nichts darüber. Wenn morgen ein Flugzeug auf dem Dach landet, dann ist das eine Nachricht. Und genauso ist es mit der Integration. Wir reden nicht über Sie, wir reden nicht über Cem, wir reden über den Prozentsatz. Nein, Sie haben es geschafft, Sie sind ja vollkommen problemlos. Aber ich nur Sie machen daraus ein Problem, weil Sie wir als Moslem sagen. Plötzlich nein, ich sage wir als Deutsche, und das möchte ich, dass das nein, endlich sagten, mal Nein, Sie sagten wir als Moslem, nein, sagten Sie. Nein, ich habe gesagt, ich fühle mich beleidigt. Ich bin, nein, beleidigt. Ich bin glücklich, dass unsere Kanzlerin sich vor uns gestellt hat. Und wer ich meine vor mich uns? Als die stellt sich auch vor mich. Und mich als Deutsche. Die stellt sich auch vor mich, wenn sie nach Amerika fährt. Genau, wenn sie sagt, Sie sagten vor uns Diskussion. Als Muslime, sagten Sie. Es tut mir sehr leid. Es tut mir leid, dass Sie das nicht zu Ende gehört haben. Ich habe Sie sehr wohl gehört. Ich habe Sie sehr wohl gehört. Da müssen Sie jetzt vielleicht aber auch nicht so Fisterei betreiben. Allerletzte Frage. Was ist von dem Vorschlag zu halten, dass wir die deutsche intelligente Frau mit einer Prämie von 50.000 Euro locken sollten, Kinder zu bekommen? Ja, die deutsche intelligente Frau ist so intelligent, dass sie sich von Geld nicht locken lässt. Was sagt die deutsche, intelligente Frau Forustan dazu? Dass man sich mit Geld locken lässt, denke ich auch, dass das wahrscheinlich bei ihr nicht möglich ist. Ich würde wahrscheinlich darauf antworten können, die FDP hat ja 20 Euro Kindergelderhöhung eingeführt zu Beginn der Regierung. Ich hätte eher dafür plädiert, dass das an unsere Kindergärten gegangen wäre. Ich bin nämlich mit meinen Kindern in einen Problembezirk gegangen nach Wedding und bin stolz auf die Kindergärtnerinnen dort, die vollkommen wunderbare Arbeit leisten, sehr überlastet sind. Die hätten die 20 Euro wahrscheinlich besser verdient, als wir einzelne Frauen mit unseren Kindern. Okay, 50.000 Euro für die deutsche Frau. Also ich würde sagen, typisch deutsche Idee, da schüttelt der Schweizer den Kopf. Der Staat hat doch nicht irgendwelche finanziellen Anreize zum Kinderkriegen zu schaffen. Kinderkriegen ist Privatsache. Deutschland soll ein bisschen die Steuern senken, eine bessere Wirtschaftspolitik machen. Ja. Das ist die beste Familienpolitik. Okay. Mann, Henrik M. Rode. Diese Position in Deutschland übrigens gerade etwas unter 5% bei den Umfragen. Okay. Das Henrik M. Rode. Haben Sie vielleicht den falschen Vorsitzenden, wenn Sie noch, dann wäre es wieder ein bisschen oben. Ich weiß es nicht. Das diskutieren wir das nächste Mal. Wann sterben die Deutschen aus, Henrik M. Rode? Oh, so ich glaube, die Deutschen haben eine panische Angst vor dem Aussterben. Sie werden nicht aussterben. Sie werden sich weiter darüber Gedanken machen und ständige Ängste entwickeln, dass sie aussterben könnten. Darüber werden sie eine Weile, damit werden sie eine Weile beschäftigt sein. Dann werden sie Statistiken zitieren, dann werden sie noch mehr Migrationsberater einstellen, dann wird das ganze Problem noch mal wissenschaftlich untersucht werden. Und werden sie anerkennen, dass wir auch Deutsche sind. Das habe ich längst getan. Sie problematisieren sie meine es ständig. Sie meine ich Sie problematisieren nicht. Ständig. Wissen Sie, ich finde, wir brauchen mehr Deutsche, die so gut aussehen wie Sie. Das wäre schon mal eine gute Maßnahme. Vielen Dank. Die Frau, die gerade angesprochen wurde, steht Ihnen jetzt noch weitere 30 Minuten im Chat zur Verfügung. Und zwar für all Ihre Fragen und Anmerkungen, die Sie zu dieser Sendung noch haben. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für eine muntere und weiterführende Debatte. Wir haben erlebt, dass Cem Özdemir sich verteidigen vor die Kanzlerin wirft. Wir haben erlebt... Ein historischer Moment. Ein historischer Moment. Das kommt sofort ins Archiv und andere kluge Dinge mehr. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Wir geben weiter an Markus Lanz, der auch zum Thema Integration debattiert, unter anderem mit Mr. Tages Themen Uli Wickert und mit Melda Akbasch. An Ihrer Stelle würde ich dabei bleiben und nächste Woche Donnerstag sind Sie einfach auch wieder da. Tschüss, bleiben Sie heiter irgendwie. Vielen Dank. Ciao.